Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist sehr früh. Ich werde Erich anrufen, denn heute ist meine erste Arbeit, Harzgallen ausbrennen. Und dieses klebrige Zeug, das mag ich überhaupt nicht. Mein Handy. Guten Morgen, Erich. Schön, dass du ab... Habst du geschlafen? Ah, bist schon wach. Okay. Ich habe heute extra Semmeln gekauft, Kaffee, Milch, Eier habe ich gerade gekocht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du frühstücken kommst. Nein, nichts arbeiten. Na, Erich, du kennst mich. Nein, frühstücken. Super. 10 Minuten. Passt, ich freue mich. Tschüss. So, der Erich Conde hat mir gesagt, er hilft mir beim Harzgallen ausbrennen. Und seid gespannt auf ein... super Video. Ich werde in der Zwischenzeit alles richten, was wir brauchen. Zum Harzgallen ausbrennen braucht man Gas, also Feuer, würde mit Heißluft schon auch gehen. Ein Feuerzeug muss nicht unbedingt gelb sein, ist aber sehr ratsam, denn Feuer ist gelb und mit einem gelben Feuerzeug wird das Feuer irgendwie heißer, habe ich so das Gefühl. Und eine kleine Spachtel, die machen wir mit dem Feuer heiß und brennen die Harzgalle aus und ein Tuch, wo man das immer abwischen kann und das Harz wegwischen kann, das herausläuft. Ich glaube aber, ich höre schon ein Auto. Ich glaube, der Erich wird schon kommen. Ja. Hallo. Guten Morgen. Mann. Servus, Erich. Morgen. Wie schaut's aus? Gut, ich habe dir was mitgebracht. Die Tischler-Zeitung. Ich glaube, du bekommst die nicht. Danke, Erich. Aber bald werde ich sie vielleicht bekommen. Ich glaube nicht. Okay. Ja, das Auswahlverfahren ist sehr streng. Warum bekommst du das? Ich weiß auch nicht. Okay. Also bist du überrascht jedes Mal, wenn sie kommen? Ja, ich freue mich jedes Mal, wirklich. Ja. Okay, schön. Ja. Was ist das? Ich weiß, keine Ahnung. Okay. So, Erich, es ist mir etwas unangenehm, aber ganz kurz eine Harzgallen ausbrennen. Du weißt, dieses klebrige Zeug an den Fingern und dann gehen wir frühstücken. Ist das für dich okay? Okay, so viel Zeit habe ich noch. Komm das schnell. Ist super. Erich. Ja. Du solltest das Feuer anmachen, das kann ich, das ist überhaupt kein Problem. Hier könnt ihr sehen, wie heiß das gelbe Feuer ist. So. Und der Erich wird jetzt die Spachtel heiß machen. Und brennt jetzt in die Harzgalle hinein. Und dann wischt er das weg und es kommt quasi kein Harz dann später mehr nach. Wenn man das jetzt streichen würde, grün oder rot, dann würde das Harz den Lack nicht durchdrücken. Hier sieht man ganz gut, wie das rauskommt. Ah, ist viel drinnen. Ja. Die kann ganz durchgehen auch. Das gibt es auch, dass die ganz durchgeht. Und dann muss man das halt ausbrennen. Außer man will, dass man, wenn man zum Beispiel eine Bank macht und man lehnt sich an, dann hat man das Harz am Rücken. Wenn man das ausbrennt, wird nie wieder Harz herauskommen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man das jetzt mit einem Lack streicht, mit einer Farbe, und es wird warm, dann drückt das Harz den Lack weg. Das werdet ihr schon oft gesehen haben. Und das kann man mit dieser Arbeit umgehen. Das kittet man aus. Und dann ist das eigentlich repariert. Erich, ich glaube, es ist noch eine Harzgalle irgendwo. Irgendwo ist noch eine. Ist keine. Hier ist eine, Erich. Warum ist hier keine? Oh ja, da vorne. Das hättest du jetzt fast nicht gesehen, Erich. Ohne Brille ist das. Wie kann so ein Fehler passieren? Die Brille fehlt. Ach so, mit Brille siehst du mehr. Ja. Du hast eine Brille am Kopf. Aber das ist nur eine Schutzbrille. Warum hast du die auf? Beim Autofahren oder was? Ja, ja. Sehe ich alles gelb. Wirklich? Ja. Der Geruch ist sehr gut von diesem Rauch, gell? Mhm. Danke, Erich, dass du mir diese Arbeit abnimmst. Gerne. Dann hätte ich aber gleich eine Frage. Ja? Welche Hölzer haben denn überhaupt Harzgallen? Harzgallen. Okay, also Fichte hat Harz. Tanne hat kein Harz. Was hat mein Hund damit zu tun? In Erich, sein Hund heißt Tanne und Erich wollte diesen Witz jetzt hier unbedingt einbauen. Boah, passt, ist schon gut.
Er wollte zwar spontan wirken, aber es ist ihm aufgrund, dass ich ihn jetzt verraten habe, nicht gelungen. Ich hoffe, er ist nicht allzu beleidigt. Naja. Auf jeden Fall, in der Lerche ist Harz drinnen, Erich. In der Douglasie ist Harz drinnen, Erich. Ja. In der Zirbe ist Harz drinnen, Erich. Zirbe? Glaube ich schon, oder? Weiß nicht. Okay. In der Zirbe, da müsst ihr dann nachlesen in einem Fachbuch. Wo könnte noch Harz drinnen sein? Mini. Okay. Jetzt habe ich dich. Stimmt das, eh? Na, Bini und Kiefer ist dasselbe. Ach so, du schlauer Fuchs. In der Föhre auch. Ist auch dasselbe. Ja, du brauchst sehr lange irgendwie, kommt mir vor. Ja, ich habe lange gearbeitet gestern. Warum, was hast du gemacht? Na, bis 3 Uhr. Bis 3 Uhr in der Nacht? Nein, Nachmittag. Eine haben wir noch. Hast du noch was zum Erzählen, Erich? Was hast du heute noch vor? Ich muss auch zu meinem Neffen. Was ist eigentlich deine Arbeit? Also ich glaube, das würde die Zuschauer auch interessieren. Was arbeitest du? Ich mache nur Werbung mit dem Auto. Ich fahre rum. Also du bist Werbungsfahrer? Ja. Und von wo bekommst du dann das Geld? Ich weiß noch nicht, aber irgendwer wird schon mal was zahlen. Also momentan ist es eher eine trockene Baustelle. Sehr trocken. Sehr trocken. Ja, ja. Daher kommst du immer so schnell, wenn ich dich zum Essen einlade. Ich warte ja da vorne in die Ecke. Also du bist immer hier? Ja, ja. Okay, ist dir manchmal kalt dann im Auto? Nein, ich habe Standheizung. Okay. Sie ist aber nicht sehr umweltbewusst jetzt wirklich? Gewesen. Nein. Also, solltest in Zukunft abdrehen. Okay, drehe ich nie wieder auf. Ja. Du solltest sie ausbauen und verkaufen, dass jemand anders sie benutzen kann, dann gibst du quasi dieses Problem ab. Ich glaube, da kommt gar kein Harz heraus, Erich. Ja, das glaube ich, ist schon. Ist das fertig alles? Ich denke, ja. Okay. Die ist auch fertig. Hier, die ist auch. Ah, hier ist noch eine. Erich, da wisch drüber, dass das dann nicht so schmutzig ist. Warte, du brennst ja alles an. Man sollte aber die Haskrallen vorm Fräsen ausbrennen, vorm Hobeln, dann verklebt man nicht alles. Ja. Du das nicht magst, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. Ja, es ist wirklich sinnvoll, wenn man das vor dem Arbeiten ausbrennt. Alle Maschinen werden sehr schmutzig, wenn das Harz, es wird alles verklebt. Soweit es geht, je früher das ausgebrannt wird, umso sauberer ist die Werkstatt. Nur so ein kleiner Tipp vom Erich war der jetzt eigentlich, oder? Ja, ja. Hast du mehr so Tipps auf Lager? Nein. Das war quasi der einzige Tipp. Für heute schon. Ach so, morgen gibt's wieder einen. Ja, könntest du eventuell schon sagen, was morgen dein Tipp sein wird? Vielleicht? Muss ich erst drüber schlafen. Okay. So, Manuel, das war's. Super, Erich, danke. Gern geschehen. Sehr lieb von dir, dass du mir diese Arbeit abgenommen hast. So, ich muss jetzt weg, Erich. Ich habe einen Termin. Tut mir leid, du hast zu lange gebraucht. Morgen gibt's ein gutes Frühstück, okay? Okay, ich werde da hinten warten. Okay. Dann fahr ich mal. Tschüss. Warte. So, ja. Erich, tschüss. Tschüss. Papa, und schau dir die Zeitung an, da kannst du irgendwas lernen. Danke, Erich, danke. Sag tschüss auch gleich. Tschüss, Papa. Wir sagen danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Erich, kann ich mit dir mitfahren? Na, ich fahre aber in die andere Richtung. Okay, passt, ich auch. Wir sehen uns, danke. Ich fahre jetzt mit Erich in die andere Richtung. In die andere Richtung, nicht Richtung. Richtung. Tschüss, Papa. Passt, oder? Ja. Scheint Abschluss irgendwie. Die andere Richtung fahren wir. Ja. Vorher habe ich nämlich gesagt, ich muss wohin fahren. Ich habe keine Zeit, dass wir frühstücken können. So, Manuel, das ist fertig. Das Video hat 10 Minuten gedauert. Da schneidet es ein bisschen was weg.